Viele Menschen nutzen Essenzen, um aus der Erschöpfung wieder rauszukommen oder um neue Lebenskraft zu tanken. Wir wollten das genauer wissen und fragten nach bei Ärzten und Heilpraktikern. Also diese Aromas-Essenzen nehme ich seit 4 Jahren jetzt. Wenn ich mal durchhänge oder das Gefühl habe, oh, also jetzt geht es mir ganz schlecht, und dann hilft es wieder sehr schnell ins Gleichgewicht zu kommen. Einfach das Gefühl, jetzt geht es mir gut. Die ersten 3 Essenzen bringen dem Patienten den Push von unten hin zur Mitte. Die Nummer 4 ist die Balance, die genau in der Mitte steht und bringt den, erdet den Patienten am besten und bringt ihn in seine eigene Mitte. Die höher schwingenden Essenzen 5, 6 und 7 bringen den Patienten hin zur eigenen Intuition, zu einer besseren Wahrnehmungsfähigkeit, zu einem besseren Körperempfinden und zu einer Akzeptanz auch all dessen, was er fühlt. Mein Fazit: Diese Aromis-Essenzen sind ein natürlicher Push für die eigene Energie. Aromis hilft, Gedankengänge zu verändern und auch ein besseres Gefühl für seinen Körper zu bekommen. Da war eine Frau, die hatte eine Scheidung hinter sich, und die hat sich dadurch, kam sie aus der Balance, also sie war nicht mehr richtig so bei sich, war ein großer Schmerz, großer Verlust, große Traurigkeit auch da, und die hat dann dadurch Hüftprobleme bekommen. Die Hüfte ist ja die Ausgleichung vom Körper, die trägt sehr viel Last auch, also die richtet auch aus, und sie hat dann sehr, sehr darunter gelitten, dass sie immer wieder die Hüftschmerzen eben auch hatte, neben der ganzen Sache, dass es ja sonst nicht besonders gut ging, und sie hat dann diese Aromis Nummer 1 genommen, und die haben ihr sehr geholfen, sich wieder auszubalancieren. Am Anfang habe ich so den Eindruck, die Essenzen wirken wie eine erfrischende Dusche. Und das macht einfach aus, dass man es auch langfristig nehmen möchte. Weil dann kommt die Wirkung raus, also eben dieses, das Potenzial, das in einem schlummert, zu wecken und zu stärken, sodass es sich wirklich entwickeln kann. Also ich habe festgestellt, dass vorhandene, aber unterdrückte Potenziale auf diese Weise gestärkt werden und sich dadurch entfalten können. Dabei lässt sich die Wirkung der Essenzen wissenschaftlich messen und nachweisen. Die Wirksamkeit von Aromis kann mit energetischen Messungen objektiviert werden. Der Vitalpunkt Energiecheck ist eine computergestützte biophysikalische Messmethode, die es gestattet, energetische Zustände von Meridianen festzustellen, sowie die inneren und äußeren Einflüsse auf diesen Energiezustand zu belegen. Im Ergebnis der stattgehabten Messung haben wir nun diese rote Verlaufskurve, die erhebliche disharmonische Veränderungen zeigt. Beim Einsatz der Essenz Herzenswärme gleicht sich die Disharmonie aus. Die Wirkung überrascht sogar mich immer wieder. Ich denke da an ein 12-jähriges Mädchen. Die Hanna war so schwierig. Sie hat immer mehr auf ihre Freundin gehört. Also ich habe gemerkt, die Hanna ist nicht geerdet. Ja, dann hat sie die Essenzen genommen als 1 und 7. Das 1er war für die Erdung, die gefehlt hat. Und das 7er mehr für die geistige Anbindung, weil sie zu sehr verkopft war. Mein Fazit ist, dass die Essenzen die negativen Frequenzen absolut ausgleichen. Ich habe vor ca. 3 Jahren Aromis genommen durch eine Empfehlung. Früher habe ich über alles gegrübelt, nachgedacht, und seitdem ich die Tropfen nehme, geht es leichter. Also, ich finde, also man muss es eine gewisse Zeit nehmen. Man kann jetzt nicht sagen, in eine Woche oder 14 Tage. Man muss das natürlich schon über Monate nehmen, ist ja ganz klar. Und wenn Sie möchten, können Sie sich informieren auf unserer Homepage. Da wird jede einzelne Essenz genau dargestellt.